schleudern, dass wir da jetzt im Wellnesshotel sind und uns regelmäßig Auszeit nehmen. Jetzt bin ich schon wieder drauf. Nein. Ich Schatzl. Ja. Dann mach jetzt mal auf an. Ja, wir sind an. Ah, das ist so eine Sauerei. Gibt's ja nicht. Wir wollten jetzt. Ja, ich mag über das reden, wie wichtig mir das ist, dass wir zwei uns mit einfach Zeit für uns nehmen. Mindshift. Meistere erfolgreich die Herausforderungen in deinem Leben und folge der Einladung zu einem Perspektivwechsel. Erkenne das Potenzial deiner Persönlichkeit und befähige dich selbst, glücklich und erfolgreich zu leben. Von und mit Katharina und Norman. Jetzt ist zum Beispiel heute Valentinstag und dann haben wir einen kranken Banshee zu Hause, leider. Dem geht's echt nicht gut. Und wir haben ja unsere Kinder und die kleine Anna. Und früher geht man da vielleicht was essen schön oder ins Kino. Hat viel Zeit füreinander. Früher. Ohne Kinder. Früher. Oder nicht ohne Kinder, sondern wenn die ein bisschen älter sind. Und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, mein Gott, jetzt habe ich einen Job und jetzt habe ich Kinder und jetzt habe ich Haushalt und das und das und das. Und dann gibt es 1000 verschiedene Gründe, warum man sich jetzt nicht Zeit füreinander nehmen kann. Aber das Wir und das Füreinander ist ja die Basis von allem, von den Kindern, von vom Job auch, vom Wohlbefinden, von Gesundheit sogar. Es gibt Studien, dass Paare, die glücklich miteinander sind, älter werden. Also jeder Mensch, der gut sozialisiert ist, der mit Menschen guten Kontakt hat, der happy ist in seiner Relationship, der wird auch im Alter gesund und fit, vital sein. Und ich habe heute ein Telefonat gehabt mit einer Freundin, die mir erzählt hat, dass es ihr jetzt schon seit 4 Jahren im Grunde ihre Beziehung nur ein Kampf ist. Dass es total anstrengend ist. Sie haben 20 Tage im Jahr, wo sie in den Urlaub fahren, und da geht es ihnen gut. Und das ist das, wo sie sagt, da klammert sie sich jetzt schon seit 4 Jahren dran. Und heute hatte sie die Erkenntnis, dass sie diese 20 Tage nicht reichen, weil sie im Alltag keine schönen harmonischen Elemente haben, weil es da eben nur Job gibt und Stress gibt und tausend Ausreden und Dinge, die einen abhalten davon, sich füreinander Zeit zu nehmen. Und das schaukelt sich so hoch, weil man ausbrennt irgendwann, dass man den anderen, dass man es irgendwie anfängt, auf den anderen zu projizieren, wütend zu werden, den Stress beim anderen abzuladen, und dann verliert man den Blick füreinander. Und ich habe einen riesen Appell an alle Paare da draußen, sich wirklich im Terminkalender einzutragen, wie einen unglaublich wichtigen Termin mit einem Kunden oder den Termin mit einem Arzt oder den Balletttanztermin, die Aufführung der Tochter, ein Date mindestens einmal, wirklich einmal pro Woche mit dem Partner, damit sich beide schon freuen können, hey, Freitag, da machen wir das gemeinsam. Ich zum Beispiel freue mich jeden Tag unglaublich auf die Seerunde mit dir. Ja, das geht mir auch so. Das ist echt so. Und das gibt so viel Kraft. Also wenn man etwas hat, worauf man sich freuen kann mit dem Partner, gibt es total viel Kraft. Denk mal dran, wenn wir beide zum Beispiel wussten, dass wir jetzt morgen 3 Tage Wellness machen. Ne? Ja. Dann haben doch die letzte Woche, wo wir 2x Nachtschicht hatten mit den Kindern und ziemlich viel zu tun auch im Job, das haben wir total gut, also ich zumindest, ich weiß nicht, ich kann nicht für uns beide sprechen vielleicht, kannst ja gleich sagen, wie es dir geht, aber mir hat das so viele Lagen gegeben, ich wusste, Freitag, Samstag, Sonntag fahren wir Wellnessen, Sauna gehen, nur wir zwei, gut essen, natürlich die Anna ist dabei, aber es ist ein Riesenunterschied, ob man jetzt nur einen Zwerg mit hat oder alle Kinder, und Laptop bleibt zu Hause, Handy wird abgedreht. Abgedreht. Ich weiß, abgedrückt. Oder wie sagst du denn das? Wieso wird das Handy ausgemacht?
Ich habe es jetzt absichtlich gesagt, ich habe nicht gewusst, dass du das sagen wirst. Ich schwitze. Nee, wir drehen da. Stimmt, das ist für dich natürlich jetzt voll die Challenge, aber Handy wird abgedreht. Und, aber drehen tut man ja nicht, abdrücken. Wir haben das schon mal geklärt, weil ja, wir drehen in Österreich alles. Selbst Touchpads. Ja, es wird auch dreht, stimmt. Nein, echt jetzt, und das gibt so viel Kraft. Und wenn euch im Alltag, wenn man da ausbrennt ist oder nicht mehr kann, was jedem mal so geht, oder tausend Termine hat, im Stress versinkt, dann hilft diese Compelling Future, dieser Termin mit dem Partner, vorausgesetzt ist natürlich, man hat eine schöne Relation, also Partnerschaft, man freut sich aufeinander. Wenn du an dem Punkt bist, wo das nicht mehr so ist, dann wird es höchste Zeit, sich eine Auszeit zu zweit zu nehmen. Aber Schatz, das wissen wir doch alle. Was denn? Ja, dass wir Paarzeit brauchen. Und dass wir das, also ich meine das jetzt auch auf so eine rhetorische Art und Weise, weil ich habe das ja früher auch gewusst, aber ich muss sagen, ich habe durch dich gelernt, dass auch wie das funktionieren kann. Ach. Weil da bin ich jetzt neugierig. Ja, ich auch. Also ich muss das jetzt einfach mal ein bisschen mehr ausrollen, ja? Weil es gibt ja einmal diese regelmäßig einmal die Woche oder wir fahren alle 3 Monate irgendwo hin, ja? Und man rettet sich so von diesen Terminen. Das ist ja die eine Variante. Mhm. Und was ich durch dich kennengelernt habe, ist, dass diese Variante, also mit dem, also mindestens einmal die Woche nimmt man sich Zeit oder wie wir jetzt jeden Abend hier um den See rennen oder auch wegfahren, ja, das Leben anzupassen, das fand ich eigentlich die ganz spannende Challenge an der ganzen Geschichte. Das heißt, wenn ich mich retten muss, also wenn ich so ein Durchhalten muss, wenn ich tolerieren muss, diese Durststrecken auszuhalten, bis es wieder in Urlaub geht, bis es wieder Paarzeit gibt, ja, dann ist das für mich schon so ein Indikator dafür, dass was nicht funktioniert. Sehr schön. Mhm. Und was wir jetzt so geschafft haben, also wir haben erstmal alle Firmen auf links gedreht, ja, wir haben restrukturiert, gedreht. Mhm. Ja. Und haben oder sind dabei, ja, das ist ja auch wieder ein kontinuierlicher Prozess, den kannst du einfach nicht abschließen, sondern sind dabei, einfach unser Leben so zu gestalten, dass die Familie an der ersten Stelle steht und das Business sich wie so ein Mantel vielleicht, der die Familie wärmt, der die Hütte warm macht, ja, weil man dann Holz kaufen kann, um den Kamin zu betreiben, sich dann um die Familie legt. Und ich habe das mir früher nicht vorstellen können, weil ich nicht wusste, wie. Also ich bin so aufgewachsen, je mehr du arbeitest, desto eher hast du verdient. Also verdient sowohl als auch. Also verdient in Form von Geld, verdient aber auch, dann hast du auch verdient, freie Zeit zu haben. Dann hast du auch verdient, einen teureren Urlaub zu buchen, dann hast du auch viel Geld am Monatsende verdient. Ja, und ich habe 14 Stunden investiert, dann gibt es mehr Ernte. Ja, genau, das war meine Einstellung. Also wenn ich nur 3 Stunden am Tag arbeite, habe ich halt ein wenig, dann habe ich mich schlecht gefühlt, ja, weil ich natürlich gesagt habe, okay, mit 3 Stunden, oder weil ich gedacht habe, ne, Thema Glaubenssätze, weil ich gedacht habe, okay, mit 3 Stunden, was kann ich denn da an Geld verdienen? Das wird eher schwierig. Ja. Ja. Dementsprechend kann ich mich gar nicht finanzieren. Ja. Wie soll ich die Wohnung bezahlen? Wie soll, und so weiter. Und Geld in Geld und so, und dann ist quasi, und das lernst du ja. Ja. Das lernst du ja im Berufsleben. Ich war ja 10 Jahre angestellt, knapp. Und da lernst du, je härter du arbeitest, je mehr Überstunden du machst und am besten nichts forderst, ja, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gehalt steigt über die Jahre hinweg. Ja, öffentlicher Dienst ist ja noch schwieriger. Da kriegst du ja auch noch mehr Geld, wenn du Kinder hast und so weiter. Und man glaubt, oder ich habe das damals geglaubt, dass das Arbeitspensum entscheidend darüber entscheidet, so rum, dass ich am Ende des Monats mehr Geld habe. Und auch infolgedessen dir also Urlaub verdient hast? Also fiel dir dann das Ausruhen einfach oder warst du da auch unruhig? Nee, ich habe den Urlaub gebraucht, um zu überleben. Mhm. Also für mich war das eine Zeit, die ich gebraucht habe, um mich zu akklimatisieren. Und ich habe tatsächlich gedacht,
Also selbst in der, das war ganz witzig, nach dem Angestellten-Dasein, ja, ging es ja in die Selbstständigkeit und ich habe in der Selbstständigkeit dasselbe Mindset gehabt. Ja, ich habe gedacht, du musst diszipliniert sein und mindestens 14 oder 12 Stunden am Tag arbeiten, damit du das verdienst am Monatsende, was du dir vorstellst. Ich das konnte heißt, mir nicht. Die Selbstständigkeit war dann auch keine Freiheit für dich. Niemals war das Freiheit. Es kam noch ein Druck dazu und ich glaube auch viele Existenzgründer, Startups haben diesen Schmerz, dass sie sagen, oh, die Existenzangst kommt noch oben drauf. Mhm. Also zum einen hat man den Irrglaube, dass das jetzt eine ganz unsichere Nummer ist, ja, wobei viele Arbeitsverträge eine 4 Wochen Kündigungsfrist haben ist zum ja die Illusion, Monatsende. Ne? Ja. Genau. Mhm. So, aber es kommt natürlich die Existenzangst drauf. Und ich habe wirklich erst sehr spät verstanden, dass es viel mehr damit zu tun hat, wie intelligent machst du dein Business? Also wie gestaltest du tatsächlich dein Geschäftsmodell, sodass du deine Familie und dein Leben leben kannst? Also das ist jetzt das, was du, die Essenz dessen, was du jetzt durch die Zeit, die wir miteinander verbringen, gelernt hast? Ja, also mir wurde das einfach durch dich nochmal klarer, dass, wie soll ich es ausdrücken, dass es funktioniert, sag ich mal so. Ja? Es ist so spannend, wenn du das sagst, weil ich war ja nur 4 Monate einmal angestellt, da war ich 19 oder knapp 20, in einem Fitnesscenter als Kinderbetreuerin und ich habe das überhaupt nicht ausgehalten. Also ich weiß noch, ich fand das schrecklich, dass ich zu einem bestimmten Zeitpunkt wo sein musste und zu einem bestimmten Zeitpunkt auch aufhören musste. Ich kann mich nur daran erinnern, du musst ja ab einem gewissen Punkt auch nach Hause gehen. Ne? Selbst wenn es dir gerade Spaß macht oder du vertieft bist in etwas, musst du abbrechen. Und diese 4 Monate haben mir echt gereicht. Und ich wusste, ich muss mir ein Modell schaffen, das mir diese Flexibilität gibt. Ich habe ein extrem hohes Bedürfnis nach Freiheit. Und Freiheit heißt für mich auch, dass ich die Entscheidung treffe, wann ich mich in welcher Intensität worin investiere. Und da kann ich frei die Entscheidung treffen, ob ich das jetzt in der Früh mache oder zu Mittag oder am Abend oder nachts. Also es obliegt ja mir. Und ich habe, obwohl ich ja auch diese Zeiten des Alleinerzieher hatte, mit 4 Kindern, nie drüber nachgedacht, diesen tiefen Stress gehabt, von dem du gerade sprichst, dass ich mir gedacht hätte, jetzt muss ich aber 14 Stunden rödeln, damit dieses Ergebnis rauskommt. Es gibt einen Mindshift in dieser Geschichte, weil, das muss ich jetzt noch schnell einflechten, weil ich kann mir gut vorstellen, dass es vielen so geht. Sicher, ja. Es geht um dieses Wenn-Dann. Mhm. Ja? Wenn du mir ein Geschäftsmodell zeigst, mit dem ich 3 Stunden arbeite und dasselbe Geld verdiene, mache ich's. Und das war war mein Gedanke. Und das ist ja auch der Marketinghebel, den viele im Internet nutzen. Moment, ich weiß, du bist heiß. aber das war mein Gedanke, dass ich gesagt habe, ich zeig mir einfach ein Geschäftsmodell, wo ich in kürzerer Zeit. Das hast du ja zu mir auch manchmal gesagt, ne? Ja, eben. Ja, ich habe ja gesagt. Also das war meine Denken, dieses Wenn-Dann. Wir sagen aber ja auch in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es ja eine tiefe Erkenntnis darüber, dass diese Wenn-Dann-Leute nicht erfolgreich sein werden. Aber warum? Ja, du hältst es einfach nicht. Nein, ich halte es überhaupt nicht aus. Entschuldige, mein Schatz, wirklich, es sei mir verziehen. Nein, weil man es selber schaffen muss. Ich finde es total, also ich erschaffe es mir doch selbst. Wenn ich darauf gewartet hätte, vor 15 Jahren, dass mir jemand die Wenn-Dann-Frage beantwortet, da würde ich jetzt wahrscheinlich irgendwo in einem Büro sitzen als Sekretärin. Weil es gab dieses Modell noch nicht. Es existierte noch nicht. Weißt du, was ich meine? Also in meinem Fall jetzt. Ich musste mir das selber erschaffen und kreieren. Das muss jeder machen. Ja, und das muss, wie ich gerade sagen, jeder für sich machen. Ja. Du kannst natürlich, wir haben ja immer über Adaptieren und so gesprochen, dich inspirieren lassen, aber das ist dein Leben, dein Alltag, das ist deine Partnerschaft, deine Kinder. Kein anderer weiß, wie das funktioniert. Das heißt, es ist extrem wichtig, dass du sagst, okay, wer macht es ähnlich, was kann ich davon lernen, welches Destillat kann ich mir rausziehen, aber dann musst du es für dich kreieren.
Ja. Ja, eine beliebte Frage ist ja auch, wenn ich den Großkunden bekomme, ja, also den es vielleicht gar nicht gibt oder den, der vielleicht gerade kurz vor Abschluss eines Auftrages steckt, dann mache ich es. Ja, dann habe ich ja so viel Einkommen, dann mache ich es. Und der Kunde kommt aber nicht. Ja? Die Rente. Und dann sagst du, okay, dann mache ich halt, wenn ich 10 Kunden habe. Also, was ich damit sagen möchte, ist einfach, wir kommen immer wieder zu den Glaubenssätzen, das ist ganz interessant. Mhm. Ich muss mich von dieser Wenn-Dann-Frage verabschieden. Und viele Unternehmer, und das ist echt erschreckend, muss man sagen, viele Unternehmen haben genau diese Denke. Die sagen, es sind die und die Voraussetzungen nötig, um das und das Geld zu verdienen. Jetzt sag mir, was hat denn dich da rausgebracht? Also was konkret, also was hat dich zum Umdenken gebracht? Die Sehnsucht, und da bin ich echt klar, die Sehnsucht, ein Familienleben haben zu wollen. Mhm. Also die Zeiten, und da bilde ich mir einfach ein, so war ich viele Jahre unterwegs, die Zeiten, wo du so als junger Hüpfer, ja, ich habe in München gewohnt, ich habe immer von Donnerstag auf Freitag die Nacht durchgemacht. Ja, fand das irgendwie total lustig, neben dem Angestellten-Dasein auch noch meine Firma aufzubauen. Ja, habe mich in dieser Zeit weitergebildet, also, und so weiter. Du bist nicht feiern gegangen. Du hast nee, ich bin nicht, nein. Ja. Nein, also aber meine Sehnsucht, die war immer schon da nach einer Familie, weißt du? Aber, und das muss man ja auch sehen, dazu gehören ja immer zwei. Und mit dir habe ich, heute ist ja auch Valentine's Day. Yes. Und durch dich, und dafür bin ich dir echt total dankbar, habe ich einfach gelernt, dass es genau darauf ankommt, diese Sehnsucht zu erkennen und sie in dein Leben zu lassen. Also sie nicht nur schön in so eine Vitrine einzusperren und sie sich anzuschauen schön und sagen, oh, wäre das schön. Also immer diese Konjunktiv, ne? Wäre das schön. Wow, sehr, sehr schön. Sondern durch so eine Glasscheibe gucken, ne? Und die Nase dran halten. Ja, genau. Ja. Und ab und zu mal mit so einem Fensterputzmittel reinigen, weil so viele Abdrücke dran sind. Sondern diese Scheibe einzuschlagen, diese Sehnsucht zu nehmen und zu sagen, wie schaffe ich es selbst? Ja? Wie werde ich schöpferisch in dem, dass ich mein Business wie einen Mantel um meine Sehnsucht lege? Was hat denn dieser Glaubenssatz, den du vorher hattest, dass du musst 14 Stunden arbeiten, damit du genug verdienst. Und wie hat sich das auf deine früheren Partnerschaften ausgewirkt? Also dieses Schaufensterleben, die Sehnsucht wegzusperren, dieser Glaubenssatz, weil wir ja von Partnerschaft zuerst gesprochen haben. In meinem Fall war das, ich habe versucht, aus einem 24-Stunden, 48-Stunden-Tag zu machen. Das heißt, du machst alles in einer viel höheren Geschwindigkeit, denkst ständig darüber nach, wie du die Performance erhöhen kannst, wie du produktiver sein kannst. Ja. Du beschäftigst dich mit irgendwelchen Tools, lagerst irgendwelche Arbeiten aus, ja, um das alles dann auch noch zu schaffen. Und das bringt dich halt an die Erschöpfungsgrenze. Ne? Also Ich würde sagen, ich bin ein zäher Hund. Ich kann das lange aushalten. Aber es hat mich einfach nicht erfüllt. Also es war einfach nicht... Genau, und existiert da Beziehung oder Partnerschaft? Weil ich glaube, es geht vielen so, wie es dir früher gegangen ist. Ja, wenn sich Leute Zeit nehmen, dann existiert in meinem Fall, kannst du überhaupt keine Partnerschaft aufbauen. Also die Grundlage ist ja gar nicht gegeben. Aber das liegt halt auch daran, wer ist dein Partner? Ja, also du musst halt, also in unserem Fall ist es eine ideale Konstellation, weil du weißt ganz genau, was eine Unternehmerin, was ein Unternehmer leisten muss. Ja, und dadurch können wir uns auf Augenhöhe begegnen, uns austauschen und gegenseitig inspirieren. Ja, du musst aber verstehen, was ein Unternehmer aushält und was von ihm verlangt ist. Aber interessant ist ja, dass du einen anderen Lebensweg hattest, in dem du gar nicht oder wenige Monate angestellt warst. Mhm. Das heißt, du hast dich immer mit der Frage auseinandergesetzt, wie kann ich das schaffen? Mhm. Du hast gar nicht gesagt, wenn dann. Mhm. Ja, ich bleibe jetzt so lange angestellt. Ne? Also wenn ich ein Großprojekt kriege, dann löse ich die Angestellten, das Angestellten-Dasein. Und bei mir war es aber so. Es hat lange gebraucht, bis ich einen Absprung geschafft habe aus diesem Angestellten-Dasein raus, weil ich immer wieder diese Zweifel hatte, oh, kann ich das selber? Ja, also kann ich mich selbst mit Projekten versorgen, um davon zu leben? Mhm. Ja? Und erst heute, nach so vielen Jahren, erkenne ich eigentlich, wie einfach es ja dann doch ist,
Also klar, man muss so ein paar richtige Knöpfe drücken, ein paar Hebel drücken, ein paar Mechaniken verstanden haben. Mhm. Das ist halt einfach das, was wir jetzt auch in unserem Alter gelernt haben. Ja. Ja, aber so rückblickend, ja, hätte ich das Wissen halt gerne schon 20 Jahre vorher gehabt. Na und was, also du hast jetzt noch angesprochen, es ist wichtig, welche Partnerin man hat, weil ich glaube, das könnte auch einige interessieren, die in so einer Lage sind. Weil wenn du natürlich selbstständig bist oder ein Unternehmer bist, meinst du, dass du dich dann rechtfertigen musst, wenn der andere angestellt ist oder vielleicht keinen Job hat, dafür, dass du jetzt eben auch mal um 11 am Abend eine E-Mail machst oder am Montag frei hast, aber dafür am Samstag arbeitest oder dass du einfach anderen Fokus auch hast, anderen Mindset auch. Ja, ist eine Frage der Erwartungshaltung, glaube ich. Mhm. Also ich meine, jetzt kann man nicht pauschal sagen, jeder Unternehmer sollte sich auch eine Frau besorgen, die Unternehmerin ist und umgekehrt, sondern also es reicht ja schon, wenn man in der Partnerschaft sehr achtsam miteinander ist. Das heißt, wenn ich jetzt kein Unternehmer wäre und meine Frau wäre Unternehmerin, dass ich mich dafür interessiere, warum ist dieses Leben so ganz anders? Interesse ist wichtig. Ja, also ich habe mich ja auch so in dein unternehmerisches Leben, auch in deinem Privatleben so vergraben, um rauszufinden, was sind deine Herausforderungen, mit denen du zu tun hast in deinem Business. Ist ja auch ein ganz anderes Business. Mhm. Ja. Du hast viele Fragen auch gestellt, ne? Ja, also und wir hatten einfach auch viele Gespräche darüber und wir waren miteinander immer wohlwollend unterwegs. Ja. Aber es war natürlich schon auch ein Vorteil, muss man sagen, dass wir beide als Unternehmer wissen, was auf so eine Partnerschaft auch für Herausforderungen zukommen. Ja. Und jetzt kommt aber ein wichtiger Punkt und ich glaube, den kann jede Partnerschaft, egal in welcher Konstellation, sehr gut erfüllen. Wenn man die Priorität verschiebt, wenn man die Familie in den Vordergrund hebt und das Business als Mantel versteht, aber nicht als Priorität 1, ja, dann wird ziemlich schnell klar, dass beide eigentlich das gleiche Ziel haben. Also beide wollen ja das Gleiche, beide wollen ja gemeinsame Zeit, beide wollen ja gemeinsam Urlaub und beide wollen ja jeden Abend um den See laufen. Ja. Wenn es nur einer will und der andere hat die Sehnsucht, oh, ich will eigentlich wieder an meinen Schreibtisch, weißt du, warum auch immer, ja, dann ist es natürlich dann ist es sehr schwierig. Ja. Ja. Und dann muss man auch sagen, dann passt das auch nicht. Finde ich. Ja. Ja. Ja, es wird zum Kampf. Ja, weil es gibt unterschiedliche Prioritäten. Ja. Und wenn man sich darauf committen kann, dann ist das Mindset passt, dann passt die gemeinsame Vision. Ja. Und dann wird sich alles automatisch ergeben. Mhm. Das ist zum Beispiel auch noch ein interessanter Gedanke, den ich hatte. Ich habe immer gedacht, kennst du noch von früher? Ich weiß nicht, ob man das kennt, diese Kreise, wo du so eine Schnur mit so einem Stock und dann hast du das so ganz schnell weggezogen, dann hat er sich gedreht und dann konntest du mit dem Stock diesen Kreisel antreiben. Und ich bin immer, oder das ist auch heute noch eine Überzeugung von mir, solange sich dieser Kreisel bewegt, also solange man selbst sich bewegt, sagst du ganz oft, kann dieser Kreisel nicht umfallen. So, die Frage ist jetzt nur, ist es notwendig, dass dieser Stock immer ganz schnell hintereinander diesen Kreisel anpeitscht. Ja, sehr gut. Ja, oder kann ich mit der Hälfte des Anpeitschens, der anpeitschenden Schläge, kann ich vielleicht mit der Hälfte den Kreisel genauso halten? Ja, ich glaube, wir sind so in einer Gesellschaft groß geworden, oder viele, wo Stock in Schnelligkeit peitschen dazugehört. Ne? Wo man sagt, und das ist ja auch das, was du am Eingang beschrieben hast, 14 Stunden Tage waren völlig normal für dich. Also dieses extrem hart arbeiten in der Form, dass es gleichgesetzt ist mit ich gebe mich auf und funktioniere. Also ich würde auch sagen, dass wir beide sehr, also ich habe immer sehr hart gearbeitet, aber nie im Funktionsmodus, nicht in dem, dass ich mich aufgegeben habe oder da dran gepeitscht habe, sondern dieses harte Arbeiten hat urviel Spaß gemacht, hat mir Freude bereitet. Ja. Ich habe Freude gehabt, wie sich das Kreisel, wenn ich ihn einmal angeschubst habe, wie sich der schnell gedreht hat und bewegt hat. Und jetzt kommt's. Es kommt doch auch darauf an, wie viele Leute um den Kreisel stehen. Ja. Ja, weißt du? Also du kannst das alleine machen, sicher auch in der Hälfte der Geschwindigkeit, diesen Kreisel anzutreiben. Oder du hast zum Beispiel eine Community, die mithilft.
Ja. Du hast natürlich auch einen Partner oder eine Partnerin, ja, die mithilft. Super. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, damals, als das Ganze mit der Industrialisierung angefangen hat, ja, da war dieses Modell zwingend, dass man sagt, von 9 to 5. Warum? Weil die Fließbänder ausgelastet, ja, werden mussten. Ja. Es war einfach wichtig, dass ich damit rechnen konnte, dass meine Mitarbeiter um 9 Uhr morgens da auftreten, ja, und bis 18 Uhr ihren Job machen. Ja. Nur dann konnte ich ja sagen, von diesem Fließband laufen 1 Million Produkte. Genau. Im digitalen Zeitalter, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht überfahren werden. Moment. Okay. Cool, dass der jetzt einfach so durch den Podcast hier gefahren ist. Im Zeitalter der Digitalisierung, da hat uns irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wer das war, irgendwie versprochen, wir müssen nur noch 4 Stunden am Tag arbeiten. So, was passiert in den Medien? Uns wird gesagt, hey, alles wird super schnell, du musst super informiert sein, du musst dir ganz viel Wissen aneignen, sonst kannst du nicht mehr mithalten. Ja? Also es ist ja schon so eine kleine Angstpropaganda dabei. So, was passiert mit den Menschen? Ja, also wenn jeder mal so sein Smartphone rausholt, dann haben wir dort ein WhatsApp, ein Facebook Messenger, E-Mail-Programm, dann vielleicht noch irgendein Produktivitätstool, was uns Nachrichten schickt und so weiter und so fort. Also ich würde mal behaupten, mit SMS hat jeder mal so im Durchschnitt so 5 Tools, die ich ja jeden Tag checken muss. Insta, Snapchat, Instagram, Twitter, ja, Twitter, genau. LinkedIn. Und ich glaube, wenn man sich klar macht, dass um diesen Kreisel einfach noch mehr Menschen als man alleine, als man selbst stehen und helfen, dass dieser Kreisel in Bewegung bleibt. Es hat ein paar Voraussetzungen, die natürlich dieser Kreisel mitbringen muss, aber dann kann ich auch mir so eine gewisse Sicherheit geben, ja, dass das am Ende funktionieren wird. Du, das ist so schön, was du sagst, weil du musst nicht ständig an diesem Kreisel sitzen. Du kannst einfach auch mal was anderes machen. Mhm. Und du weißt, er läuft weiter. Und das ist das Fantastische. Und es funktioniert. Also das ist das Schöne. Die Bedingung dafür ist, dass dieser Kreisel wertvoll ist. Ja, und wir sind gerade so gesegnet, weil wir in so einer tollen Zeit sind, wo wir uns wertvolle Kreisel basteln können. Mhm. Wir haben ja auch gerade einen Podcast über Marke, Markenführung, wie man das Ganze, also welche Säulen wichtig sind, damit der Kreisel auch stabil ist, ja, gemacht. Und ja, das sind einfach, ist total schön, was wir jetzt gesprochen haben. Ja. Jetzt sind wir zu Hause. Ja. Vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Nicht nur wertvoll für einen selber, sondern wertvoll vor allem für andere. Ja, das macht er, das meine ich mit. Ich sage gern, ich habe hart dafür gearbeitet, weil es ein wunderbares, schönes, intensives, leidenschaftliches Brennen ist und kein geprügeltes Dasein. Und wenn du dann siehst, welchen Wert dieser Kreisel stiftet, ist das einfach nur wahre Freude. Und dann investierst du dich total gern. Also dann ist es Freude und Spaß für dich und nicht dieses Schweißgebadete am Fließband stehen. Also, lasst uns Kreisel entwerfen. Ja.